Ja, willkommen zurück zum Let's Play von Ufos, Deponia meine ich. Und ja, wir befinden uns gerade auf diesem Platz, da sind gerade vom Himmel gefallen. Und zwar ohne Verletzungen. Und ja. Gut, dann untersuchen wir mal unsere Umgebung ein bisschen. Dann wollen wir den Stern. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Na dann, nimm mal den Stern. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Na dann. Untersuchen wir mal die Motorhaube. Motorhaube, hab ich gesagt. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Okay, dann... Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Vielleicht ist er ja zu verkaufen. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Nur was haben wir denn? Was? Aha, was fällt da bitte runter? Ein Igel? Nochmal. Könnte man da jetzt gerade was runtergehen? Fall. Okay, egal. Dann gehen wir mal zum Dorfkern. Was ist denn hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Na dann, kommen wir mal zu den Leuten. In das Rathaus. Immer der Reihe nach. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Ach so. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also, stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Ja, wir brauchen eine Nummer. Okay. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Egal, gehen wir einfach rein. Goal! Ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Okay.
Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Na dann. Ah, wir brauchen Kaffee. Gut. Der Türknopf. Mal schauen, wo findet es da das? Zum Rad zu haben. Dann schauen wir mal, was der Türknopf macht. Welch Hund öffnet eine Tür? Luftballons, immer die Luftballons. Nimm die Karton. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind. Und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Luftballons haben wir in einem Wartungsraum. Aha. Da können wir sie ja kombinieren. Das muss nicht gewartet werden. Die Gedüsch. Okay, dann geh ich mal wieder ins Rathaus. Okay, dann gehen wir mal mit Lotti. Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Dann reden wir mal mit Lotti. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Okay. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Aha. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Okay, nochmal. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Ich versuche bei dem Tussi-Typ. Ja. Okay. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Okay, dann verschwinden wir. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Okay, dann quatschen wir mal diese Passion. Dann. Okay, dann reden wir. Schauen wir uns mal Lob an. Selten so dämliche Hüte gesehen. Okay, ihn. Gehen nicht. Okay. Selten so dämliche Hüte gesehen. Okay, ja. Okay, dann reden wir mal mit Lob. Ob auch ein Drache vorkommt. Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden.
Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich rostschrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Rufus? Rufus. Was? Okay. Das Mädchen gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Okay. Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Okay, dann schauen wir mal. Fahr sie mal zu den Nette Hüte? Habe ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplan hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Okay. Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und... Ach so. Na dann! Willst du meinen Stuhl haben? Sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Wir könnten dir auch einen Kuchen backen. Echt? Ich mag Kaktuskuchen. Aber keine Rosinen, bitte. Und, Ach so. Mist. Jetzt habe ich Hunger. Okay. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Rufus. Das war eben kurzwitzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Hab auch einen Halb. Okay. Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Oh, super. Okay. Ich verschwinde. Okay, reden wir mal mit Gump zu. Okay, haben wir. Ich verschwinde. Dann reden wir mit Hitek. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, das war eben jetzt. Und halb drauf. Okay, er will auch nicht reden, oder dann? Ich verschwinde. Reden wir mal mit dem Typ, das geht auch nicht. Den Hebel und den Automaten haben wir schon bedient. Vielleicht gehen wir mal zur Poststelle rein. Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat! Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Okay. Sag mal. Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Wir haben schon eine Wartenummer. Mal schauen, zeigen wir Ihnen die Wartenummer. Da. Nimm die Wartenummer. Wann bin ich dran? Lass sehen. Oh, das dauert wohl noch! Mist, ich muss irgendwie diese Besetzungscouch für verrückte Hutmacher entrümpeln. Vielleicht haben wir ein paar Luftballons. Na, was ist denn das? Doch nicht etwa ein super cooles Objet, das viel wertvoller ist als alle Wartenummern zusammen? Vergiss es. Diese Trottel würden eine gute Gelegenheit nicht einmal erkennen, wenn sie aus einem Sack spränge und sich in ihrem Gesicht festkrallte. Vielleicht ist er auch so. Na, was ist denn das? Doch nicht etwa ein super cooles... Vergiss es! Diese Trottel würden eine gute Gelegenheit nicht einmal erkennen. Okay. Na, was ist denn das? Doch nicht etwa ein super... Diese Trottel würden eine... Was hat er gesagt? Na, was ist denn das? Doch nicht etwa ein... Diese Trottel würden eine gute Gelegenheit nicht einmal erkennen, wenn sie aus einem Sack spränge und sich in ihrem Gesicht...
Okay, der Typ hört sich also so an. Vielleicht holst du hier meine Wartenummer. Will jemand tauschen? Ich habe einen 6er-Pasch. Aha. Und das heißt? Der Nächste muss eine Runde aussetzen? Verdammt. Will jemand tauschen? Ich habe einen 6er-Pasch. Aha. Und das heißt? Der Nächste muss eine Runde aussetzen? Verdammt. Will jemand tauschen? Ich habe einen 6er-Pasch. Knock, knock, knock. Der Nächste muss eine Runde aussetzen? Verdammt. Okay, knock, knock, knock. Interessant. Gehen wir mal zum Dorfkern. Wir brauchen ja einen Kaffee oder so. Gut. Das ist zu Tonigladen. Da kommen wir zur Hütte und das ist Wenzels Haus. Genau, er muss ja die Nummer 20 werden. Gut. Ja. Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann. Ich hoffe, er ist zu Hause. Wenzel? Hey, Rufus. Schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal. Ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja, ja schon. Na, dann ist doch alles paletti. Dann? Okay. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Oder? Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja, man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Na dann, okay. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Okay. Ja. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Okay. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Okay, na dann, tschüss. Bis später. Genau. Sie gibt uns nicht einfach die Nummer. Okay, schauen wir die Wünschelroute. Das ist die Wünschelroute von meinem Dad. Okay, dann nehmen Sie mal. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir.
Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge, ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle.